bin ein besorgter Vater in der heutigen Zeit, der sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich meiner Tochter erstmal das Leben so einfach wie möglich machen, die ganzen Stress, der gerade im Umfeld ist, so wenig wie möglich an sie zukommen lassen und ihr halt tagtäglich das geben, was am wichtigsten ist, halt Wasser und gutes Wasser. Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu meinem heutigen Interview. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit einem Thema, das mich persönlich sehr interessiert, brennend interessiert und auch hier bei mir in der Praxis immer wieder angesprochen wird und auch großes Thema darstellt. Und zwar ist es das Thema, wie nähre ich meine Zelle optimal? Und das funktioniert natürlich über optimales Wasser, optimale Wasserversorgung, optimale Entgiftung. Und mein Thema heute ist letztendlich die Wasserqualität. Wie komme ich an gutes Wasser? Und ja, da habe ich jemanden eingeladen, und zwar ist es der Marek von der Firma Urquelle, eine Firma, mit der ich auch hier in der Praxis schon zusammenarbeite. Und das möchte ich euch heute einfach mal vorstellen. Marek, danke, dass du da bist. Ja, Sarah, ich Herzlich danke dir ganz willkommen. herzlich, dass ich auf deiner Plattform da sein darf, mit dir zusammen sprechen kann und mit das wichtigste Thema Wasser besprechen darf und das an die Menschen geben Genau. kann, weil viele haben nicht das Verständnis zum Thema Wasser, denken, Wasser ist Wasser und dann, ja, wenn ich Durst habe, trinke ich halt. Nur das Thema Wasser geht halt viel tiefer, ne? Alleine schon, wenn man versteht, dass Wasser Informationen speichern kann. Dann kommen wir ja schon in ganz andere Ebenen, wie wir mit Wasser umgehen und was für Wasserqualitäten wir zu uns nehmen. Jetzt kann ich nicht einfach nur Wasser aus dem Supermarkt holen. Das ist schon, wie lange schon, man weiß ja nicht, wie lange steht denn das Wasser schon. Alleine nur aus diesem Aspekt der Informationenübertragung, selbst wenn wir das hochwertigste Wasser haben im Supermarkt, dann steht es da 2, 3, 4 Wochen, vielleicht sogar noch länger und nimmt halt die Information auf und speichert sie und wir trinken dann dieses Wasser. Selbst wenn es Glaswasser ist, ne, dann haben wir zwar nicht mehr die ganzen chemischen Stoffe wie Weichmacher und so weiter, aber trotzdem haben wir diese negativen Informationen, die das Wasser in sich trägt. So. Genau so ist es nämlich. Und es ist letztendlich auch so, dass diese Informationen dadurch, dass wir es aufnehmen, auch in uns selber dann aufgenommen werden. Da richten sie natürlich dann auch das an, womit sie halt eben informieren. Ne? Schaden oder Nutzen, wie auch immer, je nachdem, was man für ein Wasser dazu sich nimmt. Und ich habe wirklich auch hier in der Praxis ganz oft auch schon Patienten eindrucksvoll gezeigt, das Wasser, was sie trinken, das Wasser aus ihrem Wasserhahn und auch Wasser aus der Flasche, ja, wo man wirklich glaubt, da habe ich jetzt was Gutes gekauft. Das wird dann hier durchgetestet, ne? Die Menschen gehen nach Hause mit ganz neuen Erkenntnissen und dann fragen sie sich natürlich, was mache ich jetzt? Ne? Und da ist natürlich ganz wichtig, in die Lösung zu kommen. Und ihr mit eurer Firma, ihr bietet ja die Lösung, ja. Und auch Genau. großartig, wie ich finde, für jede Lebenslage eigentlich auch, ne? Ja. Genau. Angefangen haben wir halt mit der Urquelle Diamant. Ne? Das ist eine. Anlage, die fest in die Küche installiert wird. So, das ist sozusagen unser Baby, womit wir angefangen haben. Jetzt erzähl mal ganz kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, Ja, dass wir super. überhaupt damit gestartet haben. Das heißt, wir sind keine irgendwie Unternehmer oder so, die schon ihr Leben lang irgendwelche Firmen führen und gucken, wo kann ich irgendwelche Märkte mitnehmen, sondern ich bin ein besorgter Vater in der heutigen Zeit, der sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich meiner Tochter erstmal das Leben so einfach wie möglich machen, die Super. ganzen Stress, der gerade im Umfeld ist, so wenig wie möglich an sie zukommen lassen und ihr halt tagtäglich das geben, was am wichtigsten ist, halt Wasser und gutes Wasser. So, und dementsprechend bin ich halt durch viele Firmen gegangen, habe einige Produkte getestet, um mir einfach ein Gerät zu besorgen, was meiner Vorstellung, wie Wasser sein sollte, entspricht. So, habe leider nichts gefunden und dementsprechend habe ich mit meinem ganzen Team uns das zur Aufgabe gemacht, ein eigenes Gerät zu entwickeln. Und somit ist halt die Mega. Urquelle Diamant entstanden. So, und Mega. wir haben unser Wissen mit dazu gepackt
Wir haben auch das Wissen von UMH mit dazu gepackt. Das ist unser unser Partner, mit dem wir partnern. Bei uns ist die UMH mit verbaut in der Anlage und die haben halt Wissen, was über 30 Jahre lang geht in der Wasserforschung. Das heißt, unsere Technologie ist nicht irgendwie jetzt irgendwie neu getestet, wo wir dann irgendwie nach 2, 3 Jahren erst sagen können, das ist gutes Wasser, sondern wir haben halt wirklich ein riesen Portfolio an Wissen in unsere Anlage gesteckt, weil wir halt mit Profis zusammenarbeiten und jetzt auch schon zu Profis geworden sind, weil wir uns sehr, sehr viel Wissen mit angeeignet haben. Genau, und dann war es aber so, dass immer mehr Menschen zu uns ankamen, gerade auch wegen der aktuellen Situation. Was ist mit Krise? Ne? Urquelle Diamant ist ja schön und gut, aber sie braucht halt auch Strom. Ne? Was ist, wenn wir einen Blackout haben, was jetzt, wo die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so klein ist in der heutigen Zeit? Ne? Wenn wir uns die Medien anschauen, man spricht da schon offiziell über Blackouts, über dies. Die Medien bereiten die Leute ja schon vor auf so ein Szenario. Und da sollte man hellhörig werden. Ne? Wenn es schon so weit ist, dass das Mainstream angekommen ist, dann sollte man sich Gedanken machen, okay, das kann wirklich passieren. Ne? Und das passiert nicht, dass wir das dann in der Zeitung lesen, ja, in einer Woche um 20.15 Uhr schalten wir den Strom aus. Das passiert jetzt. Es könnte jetzt passieren, dass unser Zoom ausgeht und dann sitzen wir da. Und dann kann vielleicht nach 2, 3 Stunden der Strom wieder angehen, aber der Strom kann auch erst nach 2, 3, 4 Wochen angehen. So, dann sind alle unsere Vorräte, weil wer hat schon große Vorräte von Wasser bei sich zu Hause? Gar keiner. Ne? Und selbst wenn, dann haben wir, ja, 2, 3 Tage ist das Wasser auch leer. So, und dann sind wir auf alleine gestellt und haben das, was uns zur Verfügung steht, und das ist halt die Natur. Wir gehen raus in die Natur, haben dort Seen, Bäche, Sümpfe, Tümpel oder wie auch immer, selbst wenn auch die Regentonne im Garten steht, die dann voll ist, können das Wasser benutzen, aber das Problem ist, da sind so viele Stoffe drin, alleine schon die Regentonne, alles was abregnet in der Atmosphäre, das ist ja alles mit in diesem Wasser drin. Das heißt, wir können gar nicht mehr einfach so trinken, sondern brauchen ein hochwertiges Filtersystem. Und da die Nachfrage so groß war, haben wir dann die Urquelle Outdoor entwickelt. Sprich, das ist sozusagen das, was die Urquelle Diamant macht, das packen wir so klein wie möglich zusammen in der Technologie her und können dann aus autark, ohne Strom, Wasser aus allen möglichen Süßwasserquellen sozusagen filtern, es dann auch durch die Revitalisierung und Remineralisierung packen und dann auch noch durch die UMH. Wahlweise kann man sich bei unseren Geräten auch die UMH einbauen. Das ist die spezielle Technologie aus Österreich, von der ich gerade eben erzählt habe. Und dann haben wir auch wirklich zellverfügbares Wasser. Ja, da kommen wir wieder zum Thema, Wasser ist nicht gleich Wasser, sondern es gibt Wasser, was von den Zellen gut aufgenommen werden kann, wenn es eine hexagonale Struktur hat. Und es gibt halt ein Wasser, was eher belastend ist für den Körper. Also die Anlage habe ich ja selber auch da. Und sie ist großartig, ja. Also ich kann da wirklich, bin voll des Lobes, vor allen Dingen auch für uns Frauen, ja, mit einer kleinen Pumpe. Also wir müssen uns jetzt da nicht verbiegen und praktisch verpackt auch in ein Trolley-System. Ne? Also ich finde das super, man kann ein Rolli-System, man kann das so hinter sich herziehen. Und es ist ja letztendlich jetzt auch jetzt nicht gerade nur für die Krise, sondern ich kenne auch viele Menschen, die mit ihrem Camper unterwegs sind, ja. Gerade auch Freunde, die dann bei uns vorbeikommen, machen sich an unserer Wasseranlage die Flaschen wieder voll, ja, fahren dann weiter. Aber im Endeffekt ist es ja super, auch für Camper einfach mal so ein Ding dabei zu haben und wirklich auch überall Zugriff auf gutes Wasser zu haben. Ja, das ist, also finde ich großartig, ja, die Idee alleine. Ja. Mega. Ja, vollkommen, genau. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Die Krisenvorsorge ist das eine. Ne, wir haben Kunden, die kaufen sich die Urquelle Station und packen die einfach nur in den Keller für die Krise halt. Ne? Wir haben aber auch Kunden, die haben einen Camper, die sind auch öfters unterwegs, 2, 3 Wochen in der Natur. Und dann gibt es den Rucksack. Wir haben die Urquelle Travel. Das ist sozusagen genau das gleiche System in einem Rucksack verpackt. Ist ein hochwertiger Militärrucksack, der in sich ein Filtersystem trägt, was man auch transportabel sehr einfach als Rucksack mit sich führen kann, gerade wenn man jetzt unterwegs ist. Die Sache ist halt, gerade auch wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema Krise, ne, wir haben zwar dann unsere feste Station verbaut, ne, zu Hause, aber wenn es mal schnell gehen muss und wir irgendwie einen anderen Ort suchen müssen, weil aus verschiedenen, es kann ja für alles Mögliche passieren. Ne? Die Leute, die nicht vorgesorgt haben, die suchen dann natürlich bei den Menschen, die halt vorgesorgt haben. Genau. Da können sich ganz schnell Gruppierungen bilden von 20 bis 30 Leuten. So, und dann muss man, ja, dann packt man am besten seine 7 Sachen, ne, und geht einfach weiter. So, und da bietet sich der Rucksack halt einfach am besten an, weil man zieht ihn einfach rüber, geht es dann zum nächsten Ort, wo man sicher ist. Ne, und Wahnsinn. Hier hätte man das größte Problem, wenn man Wasser vorgesorgt hätte als Flaschen.
Ne, sagen wir mal, wir haben jetzt unsere 1000 Liter Wasserflaschen im Keller. So, wie viel können wir mitnehmen? Zwei, drei, vier Flaschen und das war es dann auch schon. Ne? Ja, So, mehr genau. können wir ja gar nicht tragen. Das Genau. heißt, wir haben zwar Wasserflaschen vorgesorgt, aber nicht für uns, weil wenn wir flüchten müssen, freuen sich die anderen, die nicht vorgesorgt haben, weil die haben den ganzen Keller voller Wasser. Wir können aber ganz schnell die Urquelle Travel mitnehmen, auf den Rücken packen und sind dann mit bis zu 10.000 Liter pro Filtersatz, haben dann 10.000 Liter sozusagen auf dem Rücken und können nicht nur uns, unsere Familie, sondern auch sozusagen Leute, die nicht vorgesorgt haben, mit Wasser versorgen. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das heißt, wenn ich eine Urquelle Outdoor habe, kann ich auch andere Menschen mit Wasser beliefern. Versorgen. Genau, Versorgen, genau. genau. Ja, das ist echt Wahnsinn. Also ich werde jetzt hier an dieses Video, ich werde es auch nochmal dranhängen. Ihr hattet da auch ein Video gemacht zu. Es ist wirklich großartig. Ja, es ist gar keine komplizierte Sache. Es ist leicht zu reinigen, das kommt noch dazu. Ja, also es ist wirklich Ja. ein Kinderspiel. Es ist kinderleicht zu bedienen. Da wirklich sehr begeistert. Ja, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Auch generell sich mit gutem Wasser zu versorgen, ja, und dafür zu sorgen, dass der Nährstoffaustausch und die Entgiftung auch wirklich gewährleistet ist. Ja, Ja, das. Entgiftung ist auf jeden Fall ein gutes Schlagwort, weil das machen wir mit unserem Wasser. Wasser, was zellverfügbar ist, hat auch die Eigenschaften, Giftstoffe wieder aus den Zellen auszuscheiden. Es hilft bei der Abtransportation. Das heißt, man merkt Genau. es auch, wenn man unser Wasser trinkt. Die ersten Wochen wird man öfters auf Toilette gehen, weil die ganze Entgiftung dann beginnt und der Körper einfach die ganzen Stoffe mit dem Urin ausscheiden kann, mit dem Schweiß halt ausscheiden kann. Und das ist Genau. auch sehr, sehr guter Vorteil, weil man erreicht auch eine bessere Vitalität durch das Wasser. Man merkt auf einmal, wird die Konzentration besser, man ist nicht mehr dehydriert, sondern hydriert sich dann, weil was Genau. haben die meisten Menschen, viele Krankheitsfälle, die man so hat, entstehen durch Dehydration. Das heißt, weil die Menschen einfach zu wenig Wasser haben, sie trinken zwar vielleicht 2, 3 Liter, aber das Genau. Wasser kommt nicht dort an, wo es hinkommen soll und hat nicht die Funktion, wie Wasser eigentlich haben sollte in der Genau. Ursprünglichkeit. Alle Abläufe funktionieren einfach besser mit gutem Wasser. Der Mensch ist eben auch ein elektromagnetisches Wesen. Ja, alle diese Abläufe funktionieren viel besser, wenn du auch gut, ja, wie du sagst, hydriert bist. Ja, und bei mir in der Praxis fängt es immer schon an, wenn jemand kommt und hat irgendwelche Leiden, egal was der hatte, wird als erstes gefragt, was trinkst du denn für ein Wasser? Womit nährst du dich? Ne? Und da sehe ich schon immer diese überraschten Gesichter, ja, die sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben. Ne? Und es ist eigentlich so einfach. Ne? Und du kannst mit gutem Wasser oder auch einer guten Sohle, die du mit gutem Wasser ansetzt, kannst du schon wirklich ganz viel machen, ne? Und ganz viel in den Griff kriegen. Wir könnten das Gespräch im Endeffekt noch 2, 3 Stunden führen, weil das So ist ist halt so es. komplex. Das ist halt So ist wirklich es. so komplex, das Wasser. Ich zeig mal ganz kurz noch was, um sich das besser vorstellen zu können. Ne, gerade die Outdoor, hier habe ich zum Beispiel ein Wasser, was hier aus dem, wir sind direkt am Wald und hier sind halt Sümpfe. So, das ist jetzt Sumpfwasser. Ich habe das Wasser jetzt gefiltert. Hier könnte alles drin sein. Hier könnten Mikroorganismen drin sein. Hier könnten Parasiten drin sein. Schwermetalle. Alles Mögliche, was man So halt sieht's auch nicht aus, ja. sollte. So sieht es auch aus. So. Und nach dem Filterprozess sieht es halt so aus. Ne? Und dann kann man. Es hat seine Funktion. Es funktioniert. Das Wasser hat wieder seine ursprüngliche Funktion. So wie Wasser eigentlich sein sollte. Weil das ist auch unser Motto, so ursprünglich wie Wasser nur sein kann. Wir bringen das Wasser in seine Ursprünglichkeit wieder zurück. Mit verschiedenen Schritten, gerade bei der Urquelle Diamant, ne, haben wir 15 verschiedene Schritte, um das Wasser wieder in seine Ursprünglichkeit zu bringen. Ne. Und mit der Outdoor ist das alles ein bisschen minimalistischer, aber wir bekommen es auch hin mit ein bisschen anderen Aufwand sozusagen. Ne. Aber am Ende haben wir hexagonales, hochstrukturiertes Wasser, was unsere Zellen sättigt und sozusagen unser Leben rettet in der Krise. Es ist wirklich die Lebensversicherung für die Krise. Ja, viele Menschen sind bei allen Sachen versichert, die man, keine Ahnung, manche versichern sich ihre Schuhe oder wie auch immer. Ne, aber denken dann an sowas nicht wie einen vernünftigen Wasserfilter. Es gibt ja viele verschiedene Wasserfilter. So, aber
Bei uns ist das so, wir garantieren für eine Top-Qualität der Koffer, ne, wenn man den jetzt bei dir irgendwo im Video sieht, der ist nahezu unzerstörbar. Das heißt, das Gerät funktioniert auch in der Krise, wenn irgendwie mal was runtergefallen ist, draufgefallen ist, können wir immer noch Wasser haben, weil das Schlimmste ist, wenn wir einen Wasserfilter haben und der geht kaputt in der Krise. Ne? Gerade jetzt dieser Zustand, dieses Chaos da draußen, dass wir alle gar nicht wissen, was passiert so richtig, ne? Und das geht ja jetzt schon über 2 Jahre. Das hat ja auch dazu geführt, dass wirklich die Menschen auch auf Ideen kommen und in die Lösung gehen. Das ist ja auch bei euch der Fall gewesen, ne, dass ihr wirklich auch überlegt, wie komme ich klar, wie kriege ich meine Familie, wie du sagst, auch durch diese Krise, mein Kind durch diese Krise. Und da werden eben auch die Menschen wieder innovativ und kreativ. Ja, und mir ist es zum Beispiel in diesen Zeiten ganz wichtig, auch gerade mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, die ganz genau wissen, was los ist, wo ich nicht erst groß erklären muss, wo ich auch ganz genau weiß, ich muss nicht erst vorbei an einem Vorstand, wo es dann irgendwann dann undurchsichtig wird, ja, wo man auch gar nicht so richtig weiß, was sind das eigentlich für Leute. Und mir ist es ganz wichtig, wirklich zu wissen, das sind Leute mit Herz, mit Verstand und mit Know-how, ja. Und das ist eben auch das, was mich so bei euch hält, ja. Und was ich bei euch auch wirklich sehr schätze, ja. Deswegen arbeite ich gerne mit euch zusammen und ja, das werde ich auch in Zukunft tun. Ganz, ganz toll, wirklich. Ja, Großartig. danke schön. Ich kann ja mal ganz kurz hier einen kleinen Einblick machen, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, Schön. in die Produktion, weil wir sind jetzt gerade in der Produktion. Ne? Guck mal, der Peter ist gerade draußen, der bereitet da gerade was vor. Das ist hier der Produktionsleiter, der ist aber jetzt gerade draußen und ich mache einen kleinen Schwenker hier. Hier ist sozusagen die Herstellung der Urquelle Outdoor. Ne? Hier werden die Ja, Geräte mal genau. in Handarbeit fertig gemacht und ja, kommen dann zu unseren Kunden. Und ja, das ist auch das. Wir kaufen nicht irgendwie zu und verkaufen weiter, sondern bei uns werden die Produkte noch selber hergestellt. Und sozusagen, wir bringen auch das Handwerk sozusagen wieder mit ins Spiel, weil der Mittelstand heutzutage, der wird ja richtig kaputt gemacht. Ne? Das heißt, Genau. man will halt in diese Automatisierung gehen, kaufen, verkaufen und so weiter und so fort. Ne? Und wir wollen natürlich, dass wir diesen Mittelstand auch wieder aufrechterhalten, indem wir Arbeitsplätze sichern, dass wir Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, dass wir Genau. arbeiten. Sozusagen zur Verfügung stellen, die Sinn machen. Nicht sinnlos irgendwas herzustellen, wo dann einmal gekaufte weggeschmissen wird, sondern dass wir halt unsere Energie reinstecken in Produkte, die auch einen Mehrwert haben, die Sinn machen einfach und den Menschen sozusagen, gerade auch bei der Outdoor, das Leben sichern in schwierigen Situationen. Ja, genau. Also wirklich absolut die richtigen Werte auch vertreten, ne? Genau, Wirtschaftlich, vollkommen. Das ist menschlich, das ist ganz, ganz wichtig in diesen Zeiten. Und das muss man einfach auch sehen und muss das auch unterstützen. So sehe ich das. Ja, ich danke natürlich auch, dass ich hier sein durfte. Danke auch allen Zuschauern, die sich die Zeit genommen haben, um das Thema Wasser zu beschäftigen. Kann ich wirklich nur ans Herz legen, weil das Thema Wasser, das wird in der Zukunft noch viel, viel mehr Fokus bekommen. Ne? Wir fangen gerade Genau. an. Die Wasserqualitäten werden immer schlechter und man wird nicht drum herum kommen, sich einen Wasserfilter für zu Hause zu besorgen. Wasserfiltern ist halt ein Punkt. Wir beginnen mit Wasserfiltern. Bei uns das ist die Grundvoraussetzung. Ne? Wasserfilter ist der erste Punkt, die erste Phase, und dann fängt eigentlich unsere wirkliche Arbeit an, die Wasserrenaturierung, das Wasser wieder in die Ursprünglichkeit zu bringen. Das ist sozusagen unser Spezialgebiet, worauf wir uns spezialisiert haben. Das ist wirklich ein Thema, da kannst du ja ewig drüber Ewig, ja. erzählen und referieren. Da weißt du gar nicht, wo fängst du an und wo hörst du auf, ne? Auch hier in der Praxis. Ich arbeite ja letztendlich damit, auch mit den Frequenzen. Alles funktioniert über das Wasser, ja. Also wenn ich jemanden hier sitzen habe, der einen Bioscan haben möchte, den kann ich überhaupt gar nicht scannen, den kann ich überhaupt gar nicht untersuchen. Wenn er kein Wasser getrunken hat, ja. Und den kann ich schon nach Hause schicken und kann ihm sagen, du pass mal auf, du gehst jetzt nach Hause und trinkst erstmal 3 Wochen gutes Wasser. Ja, ich habe noch nie Wasser getrunken. So Leute gibt's auch, ne? Ich trinke doch kein Ja, Wasser, ne? ja, ja, Gerade hier in ja. Luxemburg. Und das ist aber wichtig. Alles Frequenzen und so weiter, alles funktioniert über das richtige Wasser. Ja? Und wenn ich ein Wasser habe, was voll ist mit allem Möglichen, was ich vielleicht auch gar nicht brauche, ja, in dem Moment, dann kann es eben auch weniger wegnehmen oder weniger mitnehmen an Giftstoffen. Ein Wasser, was voll ist Genau. mit allem möglichen Kram, nimmt auch weniger mit. Und das müssen die Menschen einfach auch verstehen oder dürfen sie verstehen in diesen Zeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, wir selber sind ja auch Wasserwesen. Wir bestehen ja Genau. über 70% aus Wasser. Unser Gehirn Genau. besteht über 90% aus So ist Wasser. es. So. Und wenn wir wissen, dass wir Wasserwesen sind, sollten wir wirklich darauf achten, dass wir eine gute Wasserqualität zu uns nehmen. Das macht ja auch Sinn. Ist ja sinnvoll, das so dann auch umzusetzen. Wir bestehen nicht aus
Cola oder irgendwelchen Limonaden oder wie auch immer. Klar kann man das mal trinken, ist ja klar. Aber wie du schon sagst, es gibt Leute, die haben noch nie wirklich regelmäßig Wasser getrunken, sondern kennen das nur, ne? Also ich merke, Kennen das gar nicht. dass es bei den Menschen auch es findet eine Bewusstseinsänderung dahingehend statt. Also die wenigsten haben in ihrem Leben auch gelernt, sich gut um sich selber zu kümmern, ne? Und das beginnt jetzt so langsam, weil sie merken, von außen geschieht das nicht mehr. Der Arzt kümmert sich nicht mehr, ne? Früher haben sie es alles auf den Arzt abgewälzt, dem trauen sie jetzt nicht mehr, ne? Die Regierung tut es nicht. Also sie müssen wieder in die Eigenverantwortung kommen. Und das ist ja im Prinzip großartig, ne? Und da dürfen Sie hier natürlich auch mit anfangen, ne? Und wenn ich erzähle ja auch viel, ich erzähle viel über Wasseranlagen auch, und dann kriege ich dann oft erzählt auch, ja, wir müssen uns mal darum kümmern, ne? Ja, wann wollt ihr denn damit anfangen? Im Ja. nächsten Leben, ne? Ja. Es zählt wirklich jeder Tag und ja, also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, der Mehrwert ist wirklich erstaunlich und Ja, und das Thema Bewusstsein hast du auch ganz kurz. Ich halte mich jetzt kurz, sonst wird das hier wirklich nicht mehr enden. Du, Das Thema wir haben Zeit. Bewusstsein hast du gerade angeschlagen, ne? Bewusstsein lässt sich auch im Wasser übertragen. Das bedeutet, Bewusstsein ist ja auch alles Information, sprich Wasser ist ein Informationsträger. Das heißt, unsere Frequenz, die die Anlage auf das Wasser spielt, er sorgt dafür, dass in Zukunft ein erweitertes Bewusstsein bei den Menschen erreicht werden kann, weil wir das Gute sozusagen im Wasser an den Menschen wiederbringen. Durch unsere Urquelle Diamant oder Outdoor, ne, bringen wir auch die Frequenzen übers Wasser wieder zu Menschen. Und der Mensch kann sich besser bewusstseinstechnisch entfalten und erweitert sein Bewusstsein. Dann gehen die Scheuklappen weg, gerade auch die Zirbeldrüse. Ne? Wenn wir entgiften, haben wir auch die Zirbeldrüse wieder aktiviert. Und ne, da ist ja sozusagen laut Wissenschaft ist ja dort da, dass der Kern des Bewusstseins entsteht ja das Bewusstsein sozusagen, die Wahrnehmung von spirituellen Ebenen. Also da gibt es so ein schönes Beispiel, was wir alle ja auch kennen, ne? Also wenn zum Beispiel ein Ehepaar sich streitet, ne? Und es erwartet Besuch, ne? Und der Besuch steht vor der Tür, dann merkt der Besuch ganz genau, ah, da ist gerade dicke Luft. Woran liegt Ja. das? Das liegt an dem Wasser, an den Aerosolen, die in der Luft vorhanden sind, die dann eingeatmet werden. Das praktisch wirst du mit diesen Informationen geflutet, ja, obwohl du gar nicht dabei warst. Du hast gar keine Ahnung. Ja, alles ist normal, die beiden verhalten sich auch normal, aber du merkst, ah, hier ist irgendwie dicke Luft. Und das liegt wirklich an diesem Austausch, an diesen Aerosolen, die da in der Luft sind, die ja Wassertröpfchen im Prinzip sind, die mit gespeist sind jetzt mit dieser Information von Stress, von Streit, von Eifersucht, von was weiß ich auch immer, ja. Und das kriegt der Ja. Besuch dann mit natürlich, Ja. ne? Also hier ist irgendwie dicke Luft, komisch, da ist irgendwas. Wir können es nicht Ja. deuten, aber es Ja. kennt jeder. Super, super, eine super Beobachtung. Das ist auf jeden Fall eine Erklärung, warum das so ist, ne? Weil die Luft als Aerosol also im Raum sich informiert und wenn der Mensch rausgeht, die Information immer noch im Wasser, in der Atmosphäre gespeichert bleibt. Sehr, sehr interessanter Ansatz. So ist das. Es ist Cool. alles Frequenz, es ist alles Schwingung. Ja, lieber Marek, du hast noch viel zu tun heute, wie ich weiß. Genau. Ich auch. Ich bin hier, ich rotiere an allen Ecken und das ist ja auch gut so und wir müssen in die Lösung kommen und es nützt nichts zu jammern. Ja, ich danke dir sehr für das wunderbare Gespräch. Wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit der großartigen Firma und deinen lieben Mitarbeitern. Ich habe ja immer mal wieder auch die liebe Jessica am Telefon. Ja. Das ist auch so Ja, eine ja, ja. gute Seele. Ja, genau. Danke dir auf jeden Fall. Dann noch alles Liebe und einen schönen Tag, ne? Ja, Mach's lieben, gut. ich wünsche euch eine gute Zeit und ja, bleibt weiter in der guten Schwingung und einer guten Gesinnung. Eddie, ihr Süßen.